Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns weiterhin in Gratwald und zwar hier unten beim Wegschrein von Südspitz sind wir wieder angekommen. Und da gibt es die Quest Farnblatz Dornen. Die müsste... Oh, Hallöchen. Die müsste einmal hier oben zu finden sein, genau. Farnblatz Dornen haben einen Schrein gebaut, als Tribut an die Tiere von Gratwald. Wer sind Farnblatzdornen? Und warum muss dieser LKW draußen vor der Tür fahren? Wir sind Jäger, die in allen Dingen nach einem Gleichgewicht streben. Die meisten von uns Waldelfen sind in Gratwald heimisch. Doch jeder, der etwas über den Weg des Waldes lernen will, kann sich an unseren Prüfungen versuchen und unseren Reihen beitreten. Sofern er denn überlebt. Wo kann ich eure Prüfungen ablegen? In Farnblatzwald, direkt vor Anfort, an der Grenze zur Langküste. Der Name unserer Anführerin ist Glaras. Wenn ihr sie aufsuchen wollt, dann tut euch selbst einen Gefallen, zollt ihr Respekt und sie wird euch genauso behandeln. Das werde ich tun. Die Frage ist jetzt nur, wo müssen wir dafür hin? Hier, ne? Ah ja, dann mache ich mich mal eben auf und dann sehen wir uns gleich am Zielort wieder. Hervorragend! Ich wollte nicht zu Fuß gehen. So, wir sollten ganz in der Nähe sein. Sprecht mit wem? Das sieht aus, als ob die da oben ist. Na, na, na. Ja, die ist irgendwo da oben. Wo ist der Eingang? Hier vorne nehme ich mal an. Halt, stopp. Hier liegt noch ein Buch. Die Wahrheit des Jägers Teil 1. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Vielleicht finden wir ja noch die anderen Teile hier drin. Zumindest jetzt hier im Moment nicht. Da geht's hoch. Ja. Aha. Teil 2 haben wir dann auch nochmal hier. Und vielleicht gibt es noch einen Teil 3. Ich bin mir nicht sicher, aber ich spreche erstmal mit der Questgeberin. Wer seid ihr? Wen sucht ihr? Oh Gott. Gerweruin sagte, ich soll mit euch über den Beitritt zu Farnblatzdornen sprechen. Es ist die Pflicht von Gerweruin, diejenigen zu uns zu schicken, die unseren Ansprüchen gewachsen sind. Sie nimmt ihre Aufgabe nicht auf die leichte Schulter. Okay, dann fühle ich mich mal geehrt. Wisst, dass dies der Wald von Farnblatt ist und wir seine Dornen sind. Wenn ihr euch uns anschließen wollt, müsst ihr uns Respekt zollen. Wer ist Farnblatt? Farnblatt ist einer der ersten Bäume von Gratwald. Er wurde von Yffre selbst gepflanzt. Farnblatts Dornen haben geschworen, Farnblatt vor einem Feind zu schützen, den wir den Außenseiter nennen. Und wir nehmen jeden bei uns auf, der dem Pfad des Jägers folgen will. Wer ist der Außenseiter? Ihr seid aber neugierig, hm? Dieses Wissen gebührt nur Farnblatts Dornen allein. Falls ihr jedoch Interesse haben solltet, uns beizutreten... Erzählt mir mehr. Nicht jeder ist dafür gemacht, einer von Farnblatts Dornen zu werden. Wir widmen unser Leben dem Studium der Beziehung zwischen Jäger und Beute, um geübte Jäger zu werden und, noch vor allem anderen, Farnblatt zu verteidigen. Viele, die sich unseren Prüfungen stellen, finden den Tod. Was bringen diese Prüfungen mit sich? Die erste Prüfung der Dornen ist das Zuhören. Jeder Meister hat eine Lektion über die Jagd zu lehren. Das sind die Regeln, nach denen die Dornen leben. Sich vom Fleisch zu nähren, der Natur keinen Schaden zuzufügen und Farnblatt mit unserem Leben zu verteidigen. Ist das alles? Ein Schritt nach dem anderen. Besucht die drei Schreine, Schlange, Wolf und Tiger. Entzündet die Feuerschale in jedem der Schreine und lauscht den Meistern. Falls ihr danach immer noch ein Dorn werden möchtet, kehrt ihr zu mir zurück und ich erkläre euch die nächste Prüfung. Ich werde die Schreine besuchen und mir anhören, was die Meister zu sagen haben. Sich Farnblatts Dornen anzuschließen, sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Viele sind bei den Prüfungen gestorben und es gibt immer die Gefahr des Außenseiters. Erzählt mir mehr über Farnblatts Dornen. Ist das nicht wieder das Gleiche? Was möchtet ihr wissen?
Achso. Ich möchte mehr über die Geschichte von Farnblatt erfahren. Alte Lieder sprechen von jenen Tagen, als Yffre noch unter den Bäumen Walenwalds wandelte. Sie pflanzte jenen Samen, der zu Eldenwurz heranwuchs. Doch was die meisten nicht wissen, ist, dass sie noch viele weitere Samen pflanzte. Farnblatt war einer dieser Samen. Wann sind die Dornen entstanden? Der erste Dorn war eine geübte Jägerin namens Taldil. Sie bewahrte Farnblatt während der kaiserlichen Besetzung Radwalds im Alleingang vor der Vernichtung durch die Kolovianer. Sie folgte Farnblatts Führung und gründete die Dornen. Haben die Dornen irgendwelche politischen Verbindungen? Wir sind die Beschützer Farnblatts und durch ihn Diener Yffres, die ihn erschaffen hat. Uns in politische Belange einzumischen, würde unsere Aufgabe nur beeinträchtigen. Ungeachtet dessen haben wir keinen Disput mit Königin Eiren oder dem Dominion. Das ist auch nicht immer dumm, wenn man sich neutral verhält. Im Gegenteil. Kann jeder den Dornen beitreten oder dürfen das nur Waldelfen? Jeder, der sich selbst als würdig erweist, indem er die Prüfungen besteht, wird einer von Farnblatts Dornen. Die Prüfungen unterscheiden nicht zwischen den Völkern Tamriels und wir tun es genauso wenig. Was könnt ihr mir über die Außenseiter erzählen? Ihr wisst bereits, dass der Außenseiter die größte Bedrohung für uns ist. Und darüber hinaus? Manche Geheimnisse sind nur für jene bestimmt, die die Prüfungen bestehen und sich uns anschließen. Oh, es tut mir wirklich leid, aber irgendwie seitdem ich hier, ja, eigentlich schon wieder die Aufnahme gestartet habe, habe ich ein großes Problem mit dem Leben, so wie es aussieht. Ich habe nicht mehr drüber nachgedacht, dass das so abknickt. Habe ich mich jetzt erschrocken. Habe ich ein riesiges Problem gerade mit Schleim im Hals, das wollte ich sagen. Es tut mir wirklich leid, wieso kann ich das nicht... Ah, von weiter weg. Ja, das ist bei Tee so öfter mal das Problem, dass man nicht, wenn man vor den Dingen steht, anklicken kann, sondern nur von weiter weg. Ich bin die Schlange. Ich verberge mich im hohen Gras und schnappe meine Beute schnell wie der Blitz. Ich bin listig, flink und wild. Seht so, meine Beute sieht mich nicht kommen, bis es zu spät ist. Täuschen und zuschlagen. Der Weg der Schlange ist verdunkelt und berechnend. Merkt euch das. Und weg war er jetzt, oder was? Okay, wo ist denn das andere? Oh, das ist echt schlimm heute. Einmal, wenn man es denn anvisieren könnte. Mann. Ich bin der Tiger. Ich wende pure Gewalt an, um meine Beute zu erlegen. Ich bin stark, stolz und Furcht. Ich trete meiner Beute direkt gegenüber und hole zu einem wilden Todesschlag aus. Benutzt überlegende Stärke, um eure Beute zu besiegen. Dominanz ist der Weg des Tigers. Vergesst das nicht. Okay. Aber der Tiger hat jetzt die Schlange niedergestreckt. Ist der Tiger jetzt stärker als die Schlange? Ich sag mal nein. Ich bin der Wolf. Ich heule und das Rudel antwortet. Wir jagen gemeinsam mit scharfem Gebiss und hungrig. Durch unsere Zusammenarbeit erledigen wir auch den zähesten Widersacher. Jagd im Rudel. Der Weg des Wolfes ist die Stärke der Gruppe. Denkt daran. Ja, kann man jetzt den Tee so nicht so wirklich machen. Außer natürlich, dass man irgendeine Prüfung macht oder ähnliches. Was wird nur aus mir werden? Störe ich hier gerade? Also habt ihr die Meister sprechen hören. Schlange, Tiger, Wolf. Dies sind die Geister der Jagd. Jeder Dorn huldigt einer Qualität eines dieser Geister. Seid ihr noch daran interessiert, euch den Dornen anzuschließen? Ja, ich möchte ein Dorn werden.
Die nächste Prüfung ist nicht so einfach. Sie verlangt völlige Hingabe, und zwar körperlicher wie geistiger Art. Geht in die Froschhöhle unweit der Küste. Eine seltene Art roter Frösche, der Falinesti-Glotzfrosch, lebt dort im Schilf. Fangt einen und esst ihn. Ich muss einen Frosch essen? Ja, und er muss lebend verspeist werden. Boah. Der Frosch wird euch erlauben, den Wald so zu sehen, wie ihr ihn noch nie zuvor gesehen habt. Sobald eure Reise beginnt, werden die Geister des Waldes euch führen. Er muss lebend verspeist werden. Was seid ihr denn für welche? In Ordnung, wenn ich den roten Frosch fange, schlucke ich ihn lebend hinunter. Sorgt euch nicht, wenn sich die Welt um euch zu verändern scheint. Es ist eine Eigenschaft des Falinesti-Glotzfroschs, die wahre Natur des Waldes zu offenbaren. Aber seid vorsichtig. Die wahre Natur des Waldes kann tödlich sein. Ja, wenn mir zum Beispiel ein Frosch im Hals hängen bleibt. Oh mein Gott. Okay. Tiefer. Das heißt, da muss ich dann normal hinreiten. Wie kommt man auf so perverse Sachen? Jetzt mal ganz ehrlich. Bändigen Frosch verspeisen. Habt ihr sie noch alle? Ich denke mal, das hier, ne? Ja. Oh, nehmen wir doch mal direkt den Runenstein mit. Hallo Fröschlein, bist du gerade abgehauen, als du mich gesehen hast? Das kann ich gut verstehen. Wieso sind hier so viele Frösche? Ach so. Die sind aber alle nicht rot. Oh, entschuldige Frosch, aber das muss ich mir als erstes nehmen. Hallo. Ach so, ich wollte gerade sagen, ich habe den doch. Also ein großer, nahreicher Frosch hier mit der Keule. Sprecht mit mir, meine Freundin. Habt keine Angst. Ja, kein Wunder, dass ich ja Halluzinationen bekomme, wenn ich einen lebendigen Frosch esse. Wir schreiten hier noch so. Sorgt euch nicht. Ich bin ein Freund. Die Verwirrung, die ihr spürt, ist normal. Sie wird vergehen. Es ist eine Weile her, seit Glaras jemanden hergeschickt hat. Sie ist vorsichtiger, seit der junge Eringor fast gestorben wäre. Kennt ihr Glaras? Glaras und so viele andere vor ihr. Dieser Ort war noch jung, als ich aus den Zweigen Farnblatts geschnitten und mir Leben eingehaucht wurde. Wie geht es euch? Seid ihr bereit, weiterzumachen? Ich bin bereit. Was mache ich jetzt? Nun wird es Zeit für euch, mit Farnblatt zu sprechen. Nur er kann beurteilen, ob ihr es wert seid, ihm als einer seiner Dornen zu dienen. Sucht ihn in der Mitte des Hains auf. Wenn er es so will, dann werden wir uns wiedersehen. Ich finde das ja eigentlich ganz lustig, weil wir machen jetzt diese Quest, um einer dieser Dornen zu werden. Gleichzeitig bleiben wir aber nicht hier, also können wir die Aufgabe der Dornen überhaupt gar nicht erledigen. Ja, also es ist, ja gut, mit der dunklen Bruderschaft, okay, da könnte man jetzt noch sagen, es kann natürlich sein, dass man da hingeschickt wird oder so. Ja. Sucht Farnblatt. Farnblatt. Farnblatt? Du bist Farnblatt. Du siehst aus wie eins dieser, waren das österreichische Bergtrolle oder so? Hallo? Geht das doch? Ich bin mich hier gerade mit einem Baum am Unterhalten. Ein tiefes Grollen kommt aus dem Baum wie ein Schnarchen. Entschuldigt mich, seid ihr Farnblatt? Was? Ihr werdet etwas lauter sprechen müssen. Mein Gehör ist nicht mehr das, was es mal war. Und auch damals war es schon nicht besonders gut. Keine Ohren, versteht ihr?
Es tut mir leid, aber ich muss mal eben dieses Bild hier screenshotten. Ich glaube, den kriege ich nie wieder. Der sieht so cool aus. Ich möchte Farmplatz Dornenprep beitreten. Oho, den Dornen, sagt ihr? Die Dornen tragen mein Herz in sich. Sie beschützen es mit ihrem Leben. Sie geben viel, um einen Baum zu beschützen und noch dazu einen so alten wie mich. Sagt mir, warum ihr meinen Dornen beitreten wollt. Ja, ich habe ehrlich gesagt wirklich noch nicht allzu viel darüber nachgedacht. Ich suche immer nach neuen Wissen und Erfahrungen, das auf jeden Fall ja. Ich lehne nie eine Herausforderung ab, ist anscheinend das, was Teso hören möchte, weil das steht als erstes. Es ist auch nicht rot, also wird das wahrscheinlich auch keine Richtung beeinflussen. Ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich suche immer nach neuen Wissen und neuen Erfahrungen. Gut, gut. Ich glaube... Alter! Was ist denn hier los? Leute, nervt mich nicht. Oho, gut, gut. Ich glaube, ihr werdet feststellen, dass dieser Wald voller neuer Dinge ist, die es zu entdecken gilt. Ihr habt bestimmt noch nie einen Frosch gegessen und dann plötzlich vor einem sprechenden Baum gestanden, oder? Natürlich sind nicht alle Dinge, die ihr hier findet, ungefährlich. Seid ihr dafür gewappnet? Das bin ich. Und nebenbei, ich habe auch so noch nie einen lebendigen Frosch gegessen. Sehr gut. Ich gehe davon aus, dass Glaras euch von den Geistern der Jagd erzählt hat. Als erstes müsst ihr entscheiden, was am besten zu euch passt. Die finstere Zielstrebigkeit der Schlange, die grimmige Entschlossenheit des Tigers oder die unerschütterliche Treue des Wolfs. Also bei mir ist es natürlich absolut keine Frage, da das immer schon mein Lieblingstier gewesen ist und ich auch nebenbei bemerkt der Hundemensch bin, obwohl ich Katzen auch sehr gerne mag, muss ich dazu sagen. Bin ich natürlich für die unerschütterliche Treue des Wolfs, passt am besten zu mir und zu meinem Charakter. Und dazu passt es auch noch zu den nervigen, anhänglichen Mitläufern, die hier gerade im Wald sind und ständig irgendwelche Leute hier anziehen, irgendwelche Gegner. Ich nehme natürlich den Wolf. Mit spitzen Zähnen und scharfem Verstand begreift der Wolf, dass man bisweilen besser nicht allein, sondern im Rudel jagt. Die Beute des Wolfs ist der Tiger. Jagt die Beute des Wolfs, um selbst wie der Wolf zu werden. Den Tiger muss ich jagen, okay. Frage ist nur, wo ist der Tiger? Ja. Sollte irgendwo hier sein? Ah. Tut mir leid, kleiner Tiger. Du warst nicht besonders widerstandskräftig, aber du sahst gut aus und du warst knuffelig. Ja! So, höher. Ach so. Ich dachte, ich muss da hoch. Farmblatt ist zufrieden, aber ihr seid noch nicht fertig. Jeder Jäger ist auch die Beute eines anderen Jägers. Wolf jagt Tiger, Tiger jagt Schlange und Schlange jagt Wolf. Es reicht nicht, eure Beute zu jagen. Ihr müsst euch auch als stärker als eure Jäger erweisen. Wie mache ich das? Der Schrein eures Geistertiers liegt am Waldrand. Entzündet die Feuerschale und euer Raubtier wird erscheinen. Seid gewappnet. Genau wie ihr eurer Beute nachgestellt habt, wird euch auch euer Raubtier mit tödlichem Geschick nachstellen. Sobald ihr fertig seid, kehrt ihr nach Farmblatt zurück. Okay, mit anderen Worten, das wird dann kommen, mich angreifen und sollte mich eigentlich erledigen, wird es aber nicht schaffen. Da oben. Da. Können wir wieder nicht richtig... Na, jetzt mach schon.
Na? Schlangi, Schlangi, Schlangi? Keine Schlange? Stellt euch eurem Raubtier. Hallo. Da. Also ich habe den jetzt nicht von hinten angegriffen. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Ich bin da einfach von vorne reingelaufen. So. Das ist auch viel ehrenvoller nebenbei bemerkt. Oh, Hallöchen. Zitschik-Portale nehmen wir doch immer gerne an. So, dann schauen wir nochmal. Kurz und quer. Wo ist sie denn jetzt? Da oben? Also sie, ne? Dieser... Nee, ist nicht oben, ne? Das ist eine andere Quest. Oh, eine Soldatin des Dominions. Könnt ihr mir helfen? Ja, jetzt im Moment nicht, aber wir können danach eventuell hier weitermachen. Ach, hier! Da war ich doch gerade. Jetzt habt ihr gesehen, dass die Rolle des Jägers und des Gejagten austauschbar sind. Ihr habt eure Beute verfolgt und euch eurem Verfolger gestellt. Ihr seid fast bereit, ein Dorn zu werden. Eine letzte Prüfung bleibt. Was ist die letzte Prüfung? Wie ich schon zuvor sagte, sind die Dornen meine Wächter. Sie beschützen mein Herz vor dem Außenseiter. Einem Feind, der mein Herz um jeden Preis stehlen will. Was ist der Außenseiter? Ihr seid der Außenseiter. Was? Eure letzte Prüfung ist es, meinen Stamm zu betreten und die Flamme meines Herzens zu berühren. Die Meister werden euch bei jedem Schritt bekämpfen. Und nur indem ihr sie besiegt, könnt ihr euch als würdig erweisen, einer von ihnen zu werden. Wartet. Ich bin der Außenseiter, was eigentlich logisch ist, wenn man drüber nachdenkt. Ihr habt gesehen, wie der Jäger stets auch der Gejagte ist. Nun, auf ähnliche Weise beginnt auch jeder Dorn seinen Weg als Außenseiter, als Fremder, der nicht dazugehört. Nur indem ihr sterbt oder die letzte Prüfung besteht und den Dornen beitretet, wird der Außenseiter besiegt. Seid ihr... bereit? Ich bin bereit. Dann muss ich jetzt... Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, muss ich mich jetzt hier... jetzt kann ich hier wieder nichts sehen. So, also wir müssen durch die Tür. Wir haben aber auch Begleitung dabei. Hier kommt ihr nicht vorbei, Außenseiterin. Ich bin schon quasi vorbei. Tut mir leid. Ich will euch zwar nicht töten, aber... Ist die nächste Tür, wo wir durch müssen? Ja. Der Tod hat keine Bedeutung, Außenseiterin. Das Einzige, was zählt. Ich sollte die ausreden lassen, oder? Fischkekse, ich habe doch erst angefangen. Ja, sowas habe ich mir auch gerade gedacht, Funke. Es tut mir ja leid. Verlasst diesen Ort. Ihr seid hier nicht willkommen. Ah, das habe ich doch das letzte Mal gehört, meine ich, auf Kenasis Rast, oder? Auch von der gleichen Stimme. So, was geht jetzt ab? Haben wir jetzt einen großen Gegner? Nee, das ist schon das Herz, okay. Die Flamme meines Herzens brennt nun in euch. Tragt sie mit Ehre und beschützt meinen Wald mit Stolz. Ich werde euch jetzt zu Claras zurückbringen. Das ist sie. Ja! Diese Jüngster der Dornen, ihr habt meinen Segen. Viel Glück und kommt gerne jederzeit in meinen Wald zurück. Danke sehr. Ihr seid also zurückgekehrt. Sagt mir, was habt ihr gesehen? Habt ihr mit Farnblatt gesprochen? Ich habe meine Beute gejagt, mich meinem Raubtier gestellt und mir eine Flamme aus dem Herzen Farnblatts genommen. Die Vision ist zwar für jeden ein wenig anders, doch wir alle müssen das Herz nehmen und in die Rolle des Außenseiters schlüpfen. Ihr wart nicht länger der Außenseiter, als ihr euch als stark genug erwiesen habt, die Meister zu besiegen, und Farnblatt bot euch sein Herz an. Was ist mit den Meistern der Dornen geschehen?
Die Meister, gegen die ihr gekämpft habt, waren nur Illusionen. Doch sie standen der Kampfkraft ihrer Vorbilder in nichts nach. Sagt mir, welches Geistertier habt ihr gewählt? Das beruhigt mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil das wäre nämlich blöd gewesen, wenn das jetzt echte Leute gewesen wären. Also jetzt im Spiel natürlich. Den Wolf. Geht zum Schrein des Wolfes. Betet an der Feuerschale und erhaltet den Segen von Farnblatts Dornen. Kehrt danach für den letzten Aufnahmeritus zu mir zurück. Was, noch ein? Na gut. Das war der letzte hier, ne? Also sprich der Wolf. Ja, man darf es wieder nicht richtig anvisieren. Okay. Ihr habt den Segen. Gut. Dann begrüße ich euch mit offenen Armen in unserer Familie. Farnblatts Dornen. Möget ihr bei all euren Jagden erfolgreich sein und möge der große Baum euch mit seinen blättrigen Ästen Schatten spenden. Hab Dank. Ihr könnt hierher zurückkehren, so oft ihr wollt. Und überall dort, wo ihr einen Schrein des Wolfs seht, könnt ihr Farnblatts Segen erhalten. Meine Glückwünsche, meine Freundin. Da würde es mich jetzt tatsächlich mal interessieren, weil wir sind jetzt hier in Gratwald und ich denke mal, Grünschatten könnte das vielleicht auch noch sein. Gibt es tatsächlich diese Schreine des Wolfes in Tamriel? Habt ihr jemals schon mal einen gesehen? Frage an euch. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr diese Quest überhaupt schon gemacht habt oder ob ihr vielleicht gerade angefangen habt oder vielleicht schaut ihr auch einfach nur das Let's Play und spielt selber gar nicht. Aber für alle die selber spielen und ja vielleicht schon diese Erfahrung gemacht haben, habt ihr irgendwo einen Schrein des Wolfes mal gesehen in Tamriel? Schreibt es mir bitte in die Kommentare und falls ihr euch noch daran erinnern könnt, dann schreibt mir doch bitte auch rein, wo das gewesen ist oder zumindest das Gebiet. Ob es jetzt Gratwald war, vielleicht auch Grünschatten, weil das halt auch alles so ein bisschen, vielleicht auch Malabaltor. Das wäre dann, ne, die Waldelfen, die Lehre der Waldelfen. Sie hat zwar gesagt, dass es nicht auf die Waldelfen beschränkt ist, dass auch alle anderen, ich bin ja jetzt Bretone beispielsweise in meiner Rolle, auch alle anderen gerne mit dabei sein dürfen, aber es ist ja... Ja, ursprünglich behaupte ich jetzt mal einfach eine Tradition der Waldelfen. Deswegen denke ich mal, ja. Mich würde es wirklich mal interessieren, ob es diese Schreine tatsächlich in Tamriel gibt. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr da genaueres zu wisst. Und ansonsten haltet wie ich ab heute mal die Augen offen. Wir haben einen geschärften Bogen erhalten vom Set Laufstil des Waldläufers. Ja, und das war's dann auch schon für heute. Es war wieder eine sehr tolle Quest. Ich liebe immer diese Quests, die sehr naturverbunden sind, die eine gewisse Lehre, naja, über die Natur auch ein wenig, über das Gesetz der Natur kann man jetzt sagen, von wegen der Stärkere überlebt, ne? Aber auch in dem Fall, wie jetzt zum Beispiel mit dem Wolf, und deswegen finde ich den Wolf unter anderem auch sehr, ja, klasse, hört sich so doof an. Weil der Wolf tatsächlich verstanden hat, dass er zwar auch alleine stark ist, aber dass er im Rudel wesentlich stärker ist. Und ja, mit diesen letzten Worten möchte ich mich dann auch für heute verabschieden. Und ich muss mal schauen, ob ich jetzt hier in der Nähe die Quest tatsächlich weitermache. Aber ich denke mal nicht, dass die zusammenhängen. Ich denke mal, deswegen werde ich auch wieder zurück nach unten links auf der Karte gehen. Irgendwie... Warum auch immer, bringen uns allerdings die ganzen Quests unten links am Wegschrein komplett woanders hin auf der Karte. Ich weiß nicht, warum. Aber wir werden unser Glück weiter probieren. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.